Hallo liebe Online-Gemeinde, von wo auch immer aus ihr diesen Gottesdienst mitfeiert. Wir machen hier heute etwas ganz Besonderes. Wir feiern Abendmahl miteinander, auch wenn wir räumlich nicht zusammen sein können. Wir feiern von daheim aus. Das war übrigens auch ganz am Anfang so. Die ersten Christen hatten keine Kirchen für ihr gemeinsames Mahl halten. Und es war auch nichts, was seinen Platz im Tempel gehabt hätte. Man feierte daheim, mit Gleichgesinnten. Und oft war das Abendmahl mit einem anschließenden gemeinsamen Essen verbunden. Das alles können wir heute auch, im Geiste miteinander verbunden. Das Abendmahl ist etwas ganz Feierliches. Aber es soll auch etwas Persönliches sein. Darum feiert es, wo ihr gerne sitzt. Und macht es euch richtig schön. Und man benötigt dafür auch nicht viel. Ihr braucht ein Stück Brot für jeden und jede und ein Glas Wein oder Traubensaft. Notfalls könnt ihr auch einen anderen Saft nehmen. Wasser ginge auch. Es geht um den Geist, in dem wir das feiern. Nicht darum, welche Art von Saft wir verwenden. Und solange ihr das jetzt alles holt und vorbereitet, könnt ihr das Video anhalten. Und dann danach wieder anschalten. Habt ihr alles vorbereitet? Das ist gut. Dann brauchen wir nur noch eines, dass wir uns einstimmen auf diesen besonderen Moment, dass wir zur Ruhe kommen und etwas Neues beginnen lassen. Das geht am besten mit Musik. Mir bedenken nur
Wir kommen zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Jesus Christus spricht: Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so feiern wir Gottesdienst und Abendmahl. Vielleicht haben wir das noch nie im Leben so gemacht. Aber heute, da machen wir es. Wir sitzen am Tisch, ihr zu Hause, ich hier in meinem Büro. Wir kommen zusammen. Wir sitzen mit Jesus am Tisch. Jetzt und heute. Und nun fangen wir an. Die Bibel erzählt vom ersten Abendmahl. Da stand das Passafest bevor, mit dem man sich in Israel bis heute an die Flucht aus Ägypten erinnert. Jesus schickte Petrus und Johannes los. Geht und bereitet das Passamahl für uns vor, damit wir es essen können. Sie antworteten ihm: Wo sollen wir es vorbereiten? Da sagte er zu ihnen: Seht doch, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einem Menschen begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er hineingeht. Sagt zu dem Eigentümer des Hauses: Der Lehrer lässt fragen, wo ist der Raum, in dem ich mit meinen Jüngern das Passamahl feiern kann? Er wird euch einen großen Raum im ersten Stock zeigen. Der ist mit Polstern ausgestattet. Dort bereitet alles vor. Sie gingen los und fanden alles genau so vor, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahlamm vor. Und als die Stunde für das Passamahl gekommen war, legte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Und er sagte zu ihnen: Ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Mahl mit euch zu essen, bevor mein Leiden beginnt. Das sage ich euch. Ich werde dieses Passamahl so lange nicht mehr essen, bis wir es im Reich Gottes feiern. Dann nahm Jesus den Kelch, sprach das Dankgebet und sagte: Nehmt diesen Kelch und teilt den Wein unter euch. Das sage ich euch, ich werde von nun an keinen Wein mehr trinken, so lange, bis das Reich Gottes kommt. Anschließend nahm er das Brot und sprach das Dankgebet. Er brach das Brot in Stücke, gab es ihnen und sagte: Das ist mein Leib, er wird für euch gegeben. Tut das immer wieder zur Erinnerung an mich. Genauso nahm Jesus nach dem Essen den Kelch und sagte: Dieser Becher steht für den neuen Bund, den Gott mit den Menschen schließt. In Erinnerung an diesen Abend haben wir Jesu Worte gehört. Ganz ähnlich essen wir zusammen und feiern wir hier am Tisch miteinander das Abendmahl. Und dazu gehören all die, die hier nicht sitzen können. Überlegt euch in der Stille einen Augenblick lang, an wen ihr jetzt denkt, wer euch fehlt an diesem Abend. Thank you.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jesus nahm das Brot, er dankte Gott und brach das Brot. Dann teilte er es mit allen und sagte: Das bin ich, das ist mein Leib, für euch gegeben. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Nach dem Mahl dankte Jesus Gott und füllte den Kelch. Er gab ihn den Jüngern und sprach: Das bin ich. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, für euch vergossen. Alles ist vergeben. Trinkt alle davon. Jesus Christus spricht: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Das stärke und bewahre uns im Glauben hin zum ewigen Leben. Amen. Mit mir.
Nach dem Mahl gingen sie hinaus an den Ölberg und sie kamen zu einem Grundstück, das man Gethsemane nennt. Und Jesus sagte zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, während ich dorthin gehe und bete. Und er nahm Petrus und die beiden Söhne des Zebedäus mit sich. Da ergriff ihn Traurigkeit und Angst und er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein Stück weiter, warf sich auf sein Gesicht und betete, mein Vater, wenn es möglich ist, gehe dieser Kelch an mir vorüber, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zu den Jüngern zurück und fand sie schlafend. Da sagte er zu Petrus, konntet ihr nicht einmal eine Stunde mit mir wachen? Wacht und betet, damit ihr nicht in Versuchung geratet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Wieder ging er weg zum zweiten Mal und betete, mein Vater, wenn dieser Kelch nicht vorübergehen kann, ohne dass ich ihn trinke, geschehe dein Wille. Als er zurückkam, fand er sie wieder schlafend, denn ihre Augen waren ihnen zugefallen. Und er ließ sie, ging wieder weg und betete zum dritten Mal mit den gleichen Worten. Danach kehrte er zu den Jüngern zurück und sagte zu ihnen, schlaft ihr immer noch und ruht euch aus? Siehe, die Stunde ist gekommen und der Menschensohn wird in die Hände der Verfolger ausgeliefert. Steht auf, wir wollen gehen. Siehe, der mich ausliefert, ist da. Seht ihn, er ist allein im Garten. Er fürchtet sich in dieser Nacht, weil Qual und Sterben auf ihn warten und keiner seiner Freunde wacht. Du hast die Angst auf dich genommen, du hast erlebt, wie schwer das ist, wenn über uns die Ängste kommen, dann sei uns nahe Jesus Christ. Seht ihn, sie haben ihn gefunden, sie greifen ihn, er wehrt sich nicht, dann führen sie ihn festgebunden, dorthin, wo man sein Urteil spricht. Wo dieses dich im Bann beschlagen, dass du uns gleich und hilflos bist, wenn wir in uns frei, Herr Jesus Christ. Lasst uns beten. Gott, wir sind hier und du bist bei uns. Das tut uns gut. Du hast uns gestärkt mit dem Brot des Lebens und dem Kelch des Heils. Heute haben wir an verschiedenen Tischen gesessen, aber du bist da, wo auch immer wir sind. Wir danken dir für diese Gemeinschaft mit dir und unter uns, mit denen, an die wir jetzt denken und mit denen wir verbunden sind. Wir danken dir für Brot und Wein und für Saft, für deine Worte und deine Nähe. Du weißt, wie es uns hier geht, was gelingt und was anstrengend ist. Wir wissen nicht, was kommt. Was fühlen wir nicht alles und haben dafür keine Worte? Bleibe bei uns, Herr, denn es ist Abend geworden. Der Tag geht zu Ende, du aber bleibst und segnest uns. Musik.
So geht nun in diese Karwoche unter dem Segen des Herrn. Gott segne uns und behüte uns. Lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen.